Es gibt mal wieder Warhammer News und heute eine sehr schöne Neuigkeit für alle Leute, die Fans von den Space-Zwergen, den Leaks auf Wotan sind. Denn diese feiern in Zukunft ihr Debüt in der Warhammer-Literatur. So, was haben wir hier erstmal? Die Sonntagsvorschau. Kam jetzt tatsächlich relativ viel für Warhammer Underworlds. Da gibt es jetzt natürlich die neue Edition. Schickes kleines Spielchen. Ich habe da mal ein bisschen was zu angeguckt jetzt mittlerweile, weil ich das nicht kannte. Und ja, da gibt es dann jetzt halt das neue Core-Game von der Edition und Figuren, wo auch echt schöne dabei sind, muss man sagen. Aber ist ja hier ein 40k-Channel, deswegen überspringen wir das Ganze mal. Ja, da gibt es wieder eine kleine Weihnachtsfigur. Dared Gobbo ist ja immer so eine kleine Weihnachts-Special-Miniatur. Diesmal hier mit einem wunderschönen Schneemann. Und hier in der Mitte ist er, Gretchen nebenan. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine schöne Sammlerfigur. Ich als alter Ork-Liebling müsste mir das Ding eigentlich dann auch mal wegholen, wenn ich das nächste Mal in Braunschweig im Games Workshop bin und das Ganze mal schick machen. Vielleicht in einem schönen, wie nennt man das so, Weihnachtsstream im Hintergrund mit einem Tannenbaum und die ganze Zeit Weihnachtsmusik und ich setze mir eine Mütze auf. So auf richtig dämlich. Aber wäre auf jeden Fall witzig, muss ich auch irgendwo gestehen. Deswegen mal gucken, aber schicke Figur für Sammler. So, für Horus Heresy gibt es mal wieder ein Erweiterungspack. Da hat man ja immer relativ viel Individualisierungsmöglichkeiten für die verschiedenen Miniaturen. Hier haben wir jetzt natürlich wieder was für die Space Marines. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache ihn mal ein bisschen größer. Hier so mit der Knarre unterm Arm oder hier dieses zweihändige Kettenschwert oder hier das normale Energieschwert. Das sieht schon alles ganz cool aus. Auch die Köpfe hier. Könnte man sich mal überlegen und gucken, ob das von der Größe passt, dass man vielleicht auch mal seine normalen Space Marines von 40k ein bisschen damit pimpen kann. Ja, vielleicht sind die Hände da ein bisschen klein, beziehungsweise die Arme. Müsste man mal gucken. Ich glaube, die haben nämlich noch eine andere Größe. Aber das kann gerne mal einer in die Kommentare schreiben, der vielleicht hier Horus Heresy spielt und da ein bisschen mehr Ahnung von hat. Aber ja, wie gesagt, sehr schöne Variation, auch hier mit dem Energiespeer und so. Da kann man coole, coole Sachen machen. Ja, der White Dwarf, da gibt es auch eine ganz interessante Sache drin, gerade für Leute, die auch gerne mal Tabletop mit ein paar mehr Leuten spielen. Da gehöre ich ja zu. Unsere Truppe sind 5, 6 Leute. Und da spielt man dann immer mal ein 2 gegen 2 und solche Geschichten. Und ja, im neuen White Dwarf, der jetzt kommt, sind tatsächlich auch ein paar Regeln drin. Das habe ich hier schon mal aufgemacht. Für Spielmodis, die man hier zum Beispiel 1 gegen 1 gegen 1, also Free for All, zu dritt spielen kann. Oder halt auch hier in jeder gegen jeden zu viert. Mit extra Missionen, was dann passiert auf dem Board und was man erreichen muss, um Punkte zu kriegen und so. Und das finde ich tatsächlich relativ interessant, muss ich sagen. Ja, gerade hier dieses mit 4 Leuten, jeder gegen jeden oder hier mal zu dritt, stelle ich mir ganz cool vor. Also die Episode werde ich mir wahrscheinlich mal wieder beim Kiosk meines Vertrauens holen. Da gibt es dann auch immer noch ein bisschen Lore, hier so eine kleine Ork-Geschichte und ja, ansonsten immer ein paar nette Inhalte. Da bin ich mal gespannt. Das wird sich auf jeden Fall gegönnt. So, und hier haben wir es jetzt endlich. Und zwar, das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht, aber das hier ist anscheinend das erste Buch, hier steht es nochmal, ne? Die geben ihr Debüt in der Black Library von den Leaks auf Wotan. Das bedeutet, die bekommen jetzt ein bisschen mehr Lore, ein bisschen mehr Tiefe, was sehr viele Leute freut anscheinend. Denn als ich meine Videos über die Jungs gemacht habe, waren da viele, die gesagt haben, sie finden es schade, dass es da eben noch nichts in diese Richtung groß gibt, weil es eigentlich auch ein relativ interessantes Volk ist. Auch mit sehr schönen Modellen, da kommen wir gleich nochmal zu. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn die hier weiter ausgebaut werden, die haben ja auch nicht so viele Sets und sowas, dass sie sehr beliebt werden könnten. Deswegen gehen sie da jetzt den Schritt mit einem Roman. Und da gibt es natürlich auch eine Special Edition, finde ich sehr cool. Ist mal was anderes. Die Farben, klar, für den einen oder anderen ein bisschen grell, aber ich mag es auf jeden Fall, finde ich super cool. Und ja, mal gucken, was wir da Neues über die Jungs und Mädels lernen. Ja, dann gibt es hier noch Long Live the Red Gobbo, anscheinend ein Roman hier über unsere wunderschöne Weihnachtsfigur, sage ich mal. Ein bisschen anderen Look kommt jetzt anscheinend auch und eine Kollektion. Und es gibt auch ein paar neue Sachen auf Deutsch tatsächlich. Einmal gibt es die Nightlords Bücher hier als Sammelband. Die sollen ja richtig gut sein. Kann man also richtig schön hintereinander weglesen. Und das Horus Heresy Sanguinius Buch
kommt jetzt anscheinend auch auf Deutsch raus. Und für die Leute, die Französisch sprechen, auf Warhammer Plus, bisschen Taukram, Battle Report für Underworlds, also nichts allzu Spannendes. Was aber spannend sein könnte, ist, es gibt natürlich wieder eine kostenlose Miniatur des Monats. Und ja, passenderweise zu dem Buch, was kommt, haben wir hier sogar jemanden von den Leagues of Votan, die ihr euch ab dem 2. November im Games Workshop eures Vertrauens, solange der Vorrat reicht, natürlich abholen könnt. Ich bin mal gespannt, ob hier natürlich wieder Wettbewerb ist zum Anmalen. Mit dem Thema ist bei uns im Store ja relativ häufig, sage ich mal. Kriegst ein Thema, musst du es dementsprechend anmalen, aber ansonsten auch eine sehr schöne Figur, gerade auch für Sammler oder halt Leute, die neu ins Hobby einsteigen wollen. Und da würde ich immer empfehlen, geht mal in den Laden, quatscht mal mit den Leuten, da macht auf jeden Fall nichts falsch. Das Farbangebot gibt es natürlich wieder, ne? Wenn man 10 Farben kauft, gibt es die teuerste kostenlos und es gibt auch eine neue Münze, passend, da Red Gobbo. Da muss ich wahrscheinlich mal wieder hingehen und mir ein bisschen was kaufen, um die auch zu bekommen. Ich sammle diese Münzen ja. Und an meine Schweizer Abonnenten, es eröffnet in Zürich der erste Games Workshop. Ja, sind doch mal ein paar schöne News, gerade für die Lore-Liebhaber. Und ich würde sagen, schreibt mal gerne einen Kommentar, was dir davon am besten gefallen hat. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr Warhammer 40k und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.